السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister im Islam, Traumdeutung im Islam. So oft wird mir die Frage gestellt, Achi, ich habe so und so geträumt, was ist die Bedeutung davon? Liebe Geschwister Islam, das Thema ist größer als manch einer denkt. Und wir können nicht einfach im Internet gehen und einfach mal irgendjemanden fragen, sei es ich oder sei es irgendwer, oder einfach mal auf irgendeine Internetseite gehen, die angeblich verspricht, dass sie Ahnung hat von Traumdeutung. Bei Allah, ich kenne keine einzige Seite, die Ahnung hat von Traumdeutung. Ich rate euch absolut davon ab. Und ich möchte kurz noch mal was sagen am Ende des Videos. Nach dem Outro werde ich euch kurz was einblenden. Das Urteil bezüglich dessen, wenn man jetzt zum Beispiel erotische Träume hat und wenn man dann aufsteht und man hat Nässe oder man hat halt keine Nässe. Und halt das Urteil diesbezüglich, wenn man zum Beispiel einen Albtraum hat, was man da machen soll, inshallah ta'ala. Und ansonsten rate ich euch absolut ab, in diesen Traumdeutungsseiten zu gehen. Lasst das sein. Guckt euch am Ende des Videos nach dem Outro die Urteile diesbezüglich an. Mehr kenne ich nicht, mehr weiß ich nicht, aber eins kann ich euch sagen, passt auf. Ansonsten, liebe Geschwister im Islam, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch eure Sünden vergeben. Amin. Danke fürs Zuschauen, das war's jetzt vom Video und hier kannst du auch noch andere Videos sehen und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos und sei dabei, wir freuen uns auf dich, bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.